Weihnachten in der Energiekrise, ohne Backen. Aus der Küche duftet es nach Zimt, Vanille und Teig. Plätzchen backen gehört für viele in der Vorweihnachtszeit dazu und weckt Erinnerungen an die Kindheit. Die steigenden Energiepreise sollten allerdings auch Naschkatzen und passionierte Bäcker beunruhigen, schließlich ist der Backofen einer der größten Energiefresser im Haushalt. Wer dennoch nicht auf die weihnachtlichen Leckereien verzichten möchte, findet hier Inspiration für Plätzchenrezepte, bei denen der Backofen ausbleiben kann und die auch was für Backanfänger sind. Zutaten für ca. 30 Stück: 100 ml Sahne oder pflanzliche Alternative, 300 Gramm Vollmilch oder Zartbitterkonfitüre, 50 Gramm Spekulatiuskekse, 2 l Kakaopulver, 1 l Zucker, 1 tl Zimt, 1 Prise Salz. Zubereitung: Die Sahne in einem Topf langsam erhitzen, aber nicht kochen lassen. Konfitüre in Stücke brechen und unter ständigem Rühren in der Sahne schmelzen lassen. Währenddessen die Spekulatiuskekse zerkleinern und anschließend mit einer Prise Salz in die geschmolzene Schokolade geben. Kräftig vermischen und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank kaltstellen, bis eine feste Masse entstanden ist. Kakaopulver, Zucker und Zimt vermischen und in einer flachen Schale bereitstellen. Die Schokoladenspekulatiusmasse zu kleinen Kugeln rollen und in der Kakaomischung wenden. Zutaten für ca. 30 Stück: 150 Gramm Schokolade oder Kuvertüre, 150 Gramm Haferflocken, 80 Gramm Erdnussbutter, 2 l Milch oder Pflanzendrink. Zubereitung: Die Schokolade im Wasserbad schmelzen, in eine Schüssel geben und mit Haferflocken, Erdnussbutter und Milch zu einer teigähnlichen Masse verkneten. Daraus Plätzchen formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Brett platzieren und im Kühlschrank erkalten lassen. Zutaten für ca. 30 Stück: 200 Gramm Mandelstifte, 100 Gramm Vollmilch oder Zartbitterkonfitüre. Zubereitung: Die Konfitüre im Wasserbad schmelzen. Mandelstifte in einer beschichteten Pfanne ohne Fett anrösten und in die flüssige Konfitüre geben, bis alle Stifte von der Schokolade ummantelt sind. Dann sofort mit 2 Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech oder Brett geben und erkalten lassen. Zutaten für ca. 30 Stück: 40 Gramm Haselnüsse, 40 Gramm Haferflocken, 120 Gramm Rosinen oder Datteln, 40 Gramm geriebene Äpfel, 2 tl Zitronensaft, 20 Gramm Kokosöl. Zubereitung: Alle Zutaten in einen Mixer oder eine Küchenmaschine geben und zerkleinern. Sobald eine homogene Masse entstanden ist, in den Kühlschrank geben und mindestens 1 Stunde kühlen. Aus dem Teig sollte sich anschließend eine Rolle formen lassen. Ist er noch etwas zu klebrig, kann man noch einige Haferflocken hinzugeben. Die Rolle in gleichmäßige, etwa 0,5 cm breite Scheiben schneiden und flach drücken, fertig sind die Kekse.